Guten Morgen, guten Abend, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Yoshinator. Ich bin langsam durch. Also dieses Wetter macht mich fertig. Es ist immer noch dunkel, es ist immer noch kalt. Ich muss mir immer noch meine Winterjacke zum Angeln anziehen. Aber man kann es ja nicht ändern. Ich fahre jetzt in den Hafen, wo es wohl richtig dicke Wintermoppel geben soll. Also ein paar schöne Winterbarsche. Die versuche ich mir zu schnappen. Und dann habe ich noch eine zweite Sache vor. Und zwar habe ich vor, mit dem Maxi morgen Köderfischangeln zu gehen. Ihr habt es euch gewünscht. Und um das ein bisschen vorzubereiten und dass Maxi und ich uns morgen komplett aufs Köderfischfischen konzentrieren können, werde ich uns heute schon mal ein paar Köderfische dropshotten. Ihr habt richtig gehört, ich werde heute, weil ich keinen Bock habe, mir irgendeine Posenmontage zu basteln, werde ich mir ein paar Köderfische mit der Spinnrute holen. Und wie, das zeige ich euch später, also bleibt dran. Scheiß Winter, Mann. Ihr liegt jetzt bestimmt gerade schön zu Hause auf der Couch. Und ich laufe um 6 Uhr eine halbe Stunde zum Auto, um eine neue Folge Yoshinator zu drehen. Genau, richtig. Grüße an David. Richtig. Ich bin angekommen, endlich am Wasser. Oh, scheiß Berufsverkehr. Können die das nicht irgendwie, weiß nicht, dann machen, wenn ich nicht angeln gehe? Kleiner Kanal, ihr seht schon direkt hinter mir. Hier darf man noch aktiv auf Raubfische angeln. Leider in Berlin ja nicht möglich, deswegen müssen wir immer so ein bisschen flüchten. Ich habe mir jetzt hier so einen feinen kleinen Kanal rausgesucht, der da vorne in so einem Hafen weiter geht. Ich probiere es jetzt hier am Kanal. Und da vorne ist auch schon ein Angler, den ich kenne. Und zwar ist das mein alter Kollege Manu von Angel Joe aus Potsdam. Der steht schon fleißig da. Manu, hast du schon was gefangen? Hört sich richtig, richtig gut an. Aber kein Wunder, dass erst ein kleiner gebissen hat. Ich bin ja auch erst jetzt da. Der geht doch schon. Yippie! Ha! Dafür steht man doch gerne auf. Leute, der erste, nicht der erhoffte Riesenmonsterbarsch, aber der geht doch schon mal für den Anfang. Knappe 30 hat er. Der kam jetzt auf Wobbler. Ich habe gerade nochmal umgestellt und umgerickt. Und den lassen wir jetzt schnell wieder schwimmen. 3, 2, 1. Lüfter auf. Oh, Alter. Im Stehen genommen. Eppa. Nummer 2. Barsch. Frisst Barsch, ein Kannibale. Ein schöner Kannibale. Moin Jungs. Weiß nichts. Aber ich wünsche euch ein deftiges Petri Heil. Viel Spaß heute, straffe Schnüre und krumme Ruten. Danke, danke. Bitte, bitte. Nach dem Klötzchen fangen. Ja, da seid ihr hier goldrichtig. Ja, gibt's Klötzchen. Ja, guck mal ins Wasser, alles voll. Siehst du sogar auf dem Boden. Guck mal hier. Alles voll hier unten. Ein kleiner, meinst du? Oder? Ja, ein bisschen besser auch. Ich muss auch noch Klötzchen fangen heute. Weil ich gehe morgen Hecht angeln. Mhm. Na dann. Gut. Ja, so ein gesundes Miteinander unter Anglern ist doch immer schön. Ich meine, da ist ja schon jede Angelstelle besetzt. Komplett, also da passt niemand mehr hin. Ist okay. Dann stellt euch halt neben mich, dann gehe ich halt da vorne oder so. Ist ja kein Problem. Also ich teile ja auch gerne meine Stellen ab. Ey, manche Leute sind echt die schärfsten. Die stellen sich wirklich direkt 10 Meter neben mir. Es sind da 400 Meter Platz.
Wir sind da ungefähr bis zur Brücke nochmal 200 Meter Platz. Aber die Sportsfreunde, die wollen hierher. Tja, wer will das nicht? Die Barsche könnten nochmal ein bisschen abgehen hier. Zwei Stück bis jetzt, ein paar Fehlbisse. Manu hatte noch einen kleinen Zander. Manu hat gerade einen kleinen Zander gefangen. Und der hat ja mal so einen fetten Cut von einem Kormoran hinten drin. Aber den haben wir schnell wieder abgehakt. Schnell zurück. Alter. Hab ich auch noch nicht gesehen. Also ich probiere es jetzt, denke ich mal, noch so ein halbes Stündchen bis Stündchen. Und wenn bis dahin nichts geht, dann werde ich mir nochmal meine Sparrow fertig machen. Und dann dropshotte ich einen Maiskorn, um ein paar Köderfische zu fangen, damit das nicht zu langweilig wird. Ich meine, Stippe mit Marder kann jeder. Und ich bin ja eigentlich auch ein Stipper, wie ihr in dem Video Zander mit der Stippe bestimmt schon gesehen habt. Allerdings möchte ich jetzt mit der Spinnrute gleich nochmal ein paar Plötzen fangen, weil ich, wie gesagt, Köfis für morgen brauche, denn ich gehe mit Angeln Maximal, aka Maximilian Murawski, aka Maximilian Bukake, morgen Hechtangeln mit Köfi. Also nett, jetzt wittert er sogar noch ein bisschen für mich an hier. 5 Meter neben meinem Spot. Willst du den haben? Ja, oh, oh, nein! Was hast du gemacht? Ah! Scheiße! Aus der Hand gerutscht! Ah, passiert! Nächstes Mal kriegst du einen, okay? Danke! Guck mal, da bei dir zuppelt einer! Oh. Schade. So, ich habe mich jetzt gerade mal aufgewärmt, eine Kleinigkeit gegessen und nochmal ein Kleinteile-Paket aus dem Auto geholt, was ich jetzt gleich brauche, um die Plötzen zu dropshotten. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe heute Nacht übrigens hier mit einem wilden Tier gekämpft, deswegen habe ich da so einen roten Fleck. Mich ganz schön doll gestoßen. Ja, ich bin gerade in der Blüte der Pubertät. Was soll's? Die Fische stört es nicht. Ich werde jetzt mir gleich meine Sparrow schnappen und Plötzen dropshotten. Zander stippen und Plötzen dropshotten. Was kommt als nächstes? Karpfen jerken und dann irgendwie Schleien. Nee, andersrum. Jetzt muss ein Raubfisch kommen. Rapfen. Mir fällt nichts ein. Egal. Schneiden wir raus. Die Montage ist fertig. Der Maiskorn am Dropshot. Mais, Mais, Baby. Dum, 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 dum. Oh, den werde ich jetzt schön über den Grund zucken lassen. Und mal gucken, ob ich eine schöne, dicke Plötze als Köderfisch für morgen fangen kann. Yes, da ist er. Schöne Plötze. Leute, es hat geklappt. Ist das nicht nice? Perfekte Köderfischgröße für morgen. Die wird jetzt leider in den Himmel gehen, aber dafür wird sie morgen nochmal baden geschickt. So, da ist die nächste. Das gestaltet sich allerdings ganz schön schwer, weil man den Köder extrem lange liegen lassen muss, damit irgendwie mal was passiert. Also so aktives Führen mögen sie überhaupt nicht. Naja, sind halt auch Friedfische, ne? Jetzt ist er weg. Fuck, da habe ich sie. Haha. Schönes Ding. Schöne Plätze. Schon fast zu groß zum Köfi, als fürs Köfi-Angeln. Nee, die ist zu groß. Die geht zurück. Die ist mir zu groß. Aber schön ist sie. Oh, da zuppelt wieder was. Yes. Das gibt's doch nicht. Ist das schon wieder ein Rapfen? Das gibt's doch nicht. Zweiter Rapfen auf dem Mais. Vielleicht ist das mal ein neuer geiler Köder, aber zwei Rapfen auf Mais im Februar, nicht schlecht. Okay Leute, jetzt wird's merkwürdig. Ein Barsch auf Mais. Das kann doch nicht sein. Ei, ich erzähle euch gleich mal was.
Unglaublich, was so ein Maiskorn alles bewirken kann. Erst haben wir die Barsche gefangen, dann hatte Manu noch einen kleinen Zander. Ich hatte auch einen, der sich an der Oberfläche abgeschüttelt hat. Ja, jetzt habe ich einen. Oh. Zander. Und da geht er wieder. Dann kamen die Plötzen, dann die komischen Rapfen gerade, die Mini-Rapfen. So kleine Rapfen habe ich noch nie gefangen. Tja, hätte auch die 10.000 Follower-Challenge werden können. Aber sowas weiß man ja vorher nicht. Und der Döbel zählt schon ein bisschen mehr. War doch ein ganz cooler Vormittag. Ich muss jetzt leider los. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Dann wird es halt mal ein kürzeres Video. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn ich mal ein Video habe, was nur 10 Minuten geht. Tut mir leid, nächstes wird wieder länger. Und zwar morgen. Da drehe ich nämlich mit Maxi eine Köderfisch-Folge. Die Köderfische haben wir schon mal. Natürlich drehen wir auch eine Fresher Angeln Maximal-Serie. Da bin ich auch gespannt. Maxi erklärt und was wir da fangen und wo wir das machen, das seht ihr dann in dem nächsten Yoshinator-Video. Also bis dahin unbedingt auch auf Instagram abchecken. Bing! Und wenn ihr bei Zack einkauft, denkt an den Aktionscode Yoshi damit. Kriegt ihr immer was gratis. Ne? Ja. Also. Ne, es ist ein Video. Ich filme mich gerade und mache ein Video. Wunderbar, ja. Ja. Ach, Sie können ruhig hier lang laufen. Will sie nicht. Also, wenn ihr bei Zack einkauft, denkt an den Gutscheincode Yoshi. Damit bekommt ihr ein cooles Extra. Und die Damen meinten gerade auch, dass ihr, wenn sie bei Zack kaufen, auf jeden Fall auch meinen Gutscheincode benutzen. Weil sie damit meinen YouTube-Kanal unterstützen. Danke, Mädels. Macht's gut. Und ihr auch. Bis bald. Ciao.